bist zurück. Hi, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. Heute wollen wir uns mal der Quest um Talala widmen. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Rand die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragel. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Nach dem Aufschlagen des Lagers brach ich zu Erkundungen auf. Ich bot den Tenakt Friedensgeschenke an, weil wir in ihr Gebiet eingedrungen waren. Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Feuernis frage. Was hast du rausgefunden? Nur, dass die Tenakt ihre Gefangenen dorthin bringen. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch, der Hauptstadt des Tiefland-Clans. Kurz darauf brach er auf, um es zu suchen. Ach, ganz allein? Ich habe ihn gewarnt, aber er war fest entschlossen. Hat Amadis gesagt, wieso er unterwegs zur Fäulnis ist? Leider nicht. Er war ein Mann weniger Worte. Klingt ganz nach ihm. Meinst du, es ging ihm gut? Mehr oder weniger. Er schien bewegt, als wir erfuhren, dass der Tunnel hinter uns eingestürzt war. Aber das waren eigentlich alle hier. Du bist also der Späher hier. Muss ich etwas über das Gebiet wissen? Wo soll ich anfangen? Unten im Süden versucht ein Osseran-Trio in den Ruinen im Sand zu stöbern. Jo, schon getroffen. Mornend und seine Gruppe. Ja, das ist der Kerl. Die sind selbst ein ziemliches Spektakel, glaub mir. Und dann sind da noch all die anderen, die abgehauen sind, als wir auf dieser Tunnelseite rauskamen. Plünderer, Entdecker, alle Arten mutiger Abenteurer. Wie viele wart ihr denn ursprünglich? Genug, um den Überblick zu verlieren. Vor einer Weile habe ich auch ein paar Rebellen entdeckt. Wie es scheint, patrouillieren sie in der Wüste. Ich habe alles über die Rebellion der Tenakt oben in Brennspeer gehört. Das ist die Hauptstadt des Wüstenclans, im Norden. Klingt, als hättest du die Gegend gut kennengelernt. Ist mein Auftrag. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut. Ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Ja, der Dude scheint anscheinend wichtig zu sein. So, wo ist das? Ja, ist ja überhaupt nicht weit. Ist ja überhaupt nicht weit weg, ne? Ist ja überhaupt nicht weit weg. Wo habe ich hier was in der Nähe, wo ich mich importen kann? Hier oben war ich schon mal, hier unten war ich noch gar nicht, ne? Ich war hier noch gar nicht. Da habe ich einen Ort. Ach du Scheiße, ist das am Arsch der Welt. Dann würde ich sagen, porten wir uns dahin, weil wir uns da einen Brüllrücken besorgen können. So, markieren wir uns mal. Möge deine Klinge strahlen. Hey, Caro, Streiterin. Du darfst passieren. Ja, später. Ich weiß, dass bei euch Nebenmissionen sind, aber ich brauche erstmal einen Brüllrücken. So, der ganz links ist eigentlich perfekt dafür geeignet. Die anderen fressen hoffentlich auch. Jupp. Ich habe aus Versehen stiller Schlag gedrückt. Okay. Dann töten wir dich auch.
Jetzt darf ich bloß nicht beim dritten missklicken. So. So, wir... Ja, der Weg zeigt mir hier an. Das heißt, das wird am günstigsten sein. Ja, wir haben einen weiten Weg vor uns. Und wir gehen hoffentlich allen, was irgendwie gefährlich ist, aus dem Weg. Und wehe, ich muss durch irgendwas durch, wie auf der Reise nach Demeter, wo dann auf einmal heißt, nö, die Maschine kann hier nicht durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, da es einen Krallenschreiter gibt. Genau. Aha, interessant. Ja, machen wir demnächst irgendwann. Aber erstmal müssen wir Talala helfen. So. Da haben wir jetzt schon mal ein neues Lagerfeuer entdeckt. Aber dass wir das jetzt hier machen, ist gar nicht schlecht eigentlich, weil ich nehme mal stark an, das hier wird auch wichtig für die Hauptmission mit Alva. Deswegen ist das gar nicht schlecht, dass wir jetzt ein paar Lagerfeuer hier entdecken. So, wir biegen mal ab. Moment. Ah, ich bin noch richtig, okay. Oh ne, nicht darunter. Ich bin irgendwie falsch. Ne, ich bin noch richtig, okay. Mein Dornrück. Oh oh. Eine kleine Dino-Karawane. Ach komm, scheiß drauf. Einfach durch. So, hat ja ganz gut geklappt. Wie weit bin ich noch weg? 1100. Das ist noch ein ziemlicher Ritt. Da hat mich irgendwas wieder entdeckt. Ne, das ist mir ein zu großer Umweg. Zu dem Dorf da. Das können wir ein anderes Mal besuchen dann. Das Lagerfeuer nehmen wir aber jetzt selbstverständlich hier mit. Ui, ui, ui. Hier ist aber gar nichts mehr gut. Hä? Was? Was ist das da auf dem Boden? Hallo, halt an, du Scheißvieh. Was ist das da? Das ist eine Leiche. Gibt es hier irgendwie... Ich nehme mal stark an, dass irgendwann eine Mission hier uns hinführt, deswegen untersuche ich das mal nicht. Außerdem habe ich jetzt hier ein Lagerfeuer in der Nähe gefunden, oder? Ja, ich stehe genau auf eins drauf, sehr gut. Also die Welt hat noch so viel zu bieten, obwohl wir das Spiel schon so lange zocken. Das ist richtig cool. Ja. Flieg mir nicht in den Fluss rein. So. Hier ist gleich wieder ein Lager. Ja, das ist ein bisschen abseits. Das brauche ich nicht unbedingt. Ah, nur noch 500 Schritte entfernt. Was ist das für ein Areal? Unbekanntes Sonnenflügel. Was sind Sonnenflügel? Ich glaube, die kenne ich noch nicht. So, Lagerfeuer haben wir mitgenommen. Und wir sind fast da.
Wow, warte, was ist das da hinten? Feuer ist bei dieser Maschine verschwendet. Feuerklaue. Die stärkste Maschine aus Horizon Zero Dawn. Die gab's in den DLC Frozen Wilds dann. Deswegen. Ja, unbedingt anlegen mit der muss ich mich nicht. Ist das Fragezeichen weit von den Dingen weg? Denn. Okay, wir gehen erstmal. Ich habe eine Überdrachungsdrohne gefunden. Ist das das Fragezeichen? Ja. Ist mir eigentlich erstmal egal. Wir wollen zu Talala. Du kannst ja durchs Wasser durch, ne? Du bist keine Plötze, ne? So. Ja, ich höre dich. Aber das Vieh muss anhalten. So. Wo bist du, Talala? Da. Na, vielleicht können wir das Ding doch holen, wenn wir gerade hier in der Nähe sind. Wenn ich es jetzt blitzschnell... Oder? Wo ist das? Da ist übrigens auch eine neue Nähmission. Also das ist auch interessant, dass die alle erst aufploppen, wenn man in der Nähe ist. Okay, lassen wir mal die Drohne erstmal Drohne sein. Dornmarsch. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenak-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenak-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis? Wirklich. Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Mhm. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn. Oder? Kann schon sein, ja. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Kaja dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis dachte, Nessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenak Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden. Die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Okay. Dann geh mal vor. Nessa könnte noch leben. Sag mal, willst du mich verarschen? Kaja-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. Oh, es gibt hier einen Nahkampfplatz, okay. Aber wie gesagt, das ist schon sehr, sehr tief im Westen hier, wo uns diese Mission hier hinbringt. Ich denke, das dauert noch etwas, bis wir das angehen. Wir haben noch reichlich Stuff weiter in Osten eigentlich zu tun. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Ja, deswegen sammle ich auch. Wenn hier so viele blaue Pflanzen sind, dann werden die bestimmt nicht ohne Grund da sein. Da ist eine Falle. Hier drüben, du brennender Schrotthaufen. Das ist er. Die Feuerklaue ist hinter ihm her. Oh nein! Hab ich dich. Okay, schwach gegen Frost. Wir geben dir Deckung. Jetzt bin ich gespannt.
Weil das war das overpoweredste Vieh in Zero Dawn. Kann ich da was ausrichten? Ja, das Vieh ist eingefroren. Und kriegt super guten Schaden auf die Zylinder da oben. Es kann sich aufheizen. wir sind zwar zu dritt, aber ich denke, auch hier... Oh, fuck, ich bin in eine Falle reingelaufen. Sorgt die Frostmunition dafür, dass der Kampf wesentlich einfacher wird. Also die Frostmunition ist meine Lieblingsmunition, das muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Glück sind so viele Maschinen dagegen anfällig. Aber der hält viel aus, also das ist so wie in Zero Dawn. Aber der Frostzustand macht das Ganze wesentlich angenehmer. Hör auf mit Feuer nach mir zu schmeißen. Ich kann auch einfach auf den Körper gehen, also... Das ist ein Unterschied von 20 Schadenspunkte, aber wenn ich nicht treffe, dann hilft das mir halt nicht. Ja gut, ne? Also dafür, dass das eine overpowerte Feuerklaue war, ging das gut. Okay, wir waren zu dritt. Aber auch selbst nicht alleine bin, glaube ich, kann man das gut machen. Frostmunition ist einfach zu gut. So, wo ist Amadis? Da hinten. Ich muss halt dafür sorgen, dass mir das Material nicht dafür ausgeht, um das herzustellen. Dieser Kühlsaft. Wenn mir nicht zu viele Maschinen davon begegnen, dann wird er mir irgendwann ausgehen. Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie siecht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Talana erzählte mir von dir und Nessa in den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher? Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Was geschah in der Schlacht der brennenden Blüten? Wir hatten Informationen, dass die Tenak-Truppen größer waren als erwartet. Ich wollte den Kommandanten überzeugen, den Angriff zu stoppen. Aber er war ein Trunkenbold. Als ich drohte, seine Inkompetenz dem Kaja-Oberkommando zu melden, ging er mit dem Messer auf mich los. Also tötete ich ihn. Es war Notwehr. Und trotzdem ein Mord. Ich wurde verurteilt. Aber ich dachte, irgendwie könnte ich Nessa retten. Doch es war zu spät. Als ich zum Schlachtfeld kam, brannten die Felder schon. Unsere Soldaten getötet, vermisst.
Außerdem war der von mir getötete Hauptmann ein mächtiger Adliger. Es gab ein Kopfgeld auf mich. Seitdem bin ich auf der Flucht. Die Raubzüge sind längst vorbei. Awad würde dich begnadigen, wenn... Der Sonnenkönig kann mir nicht helfen. Ein Straferlass von Awad hält Kopfgeldjäger, die ihr Preisgeld wollen, nicht auf. Also, du und Talana, klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Tja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hier bleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Die Fäulnis liegt am Ufer, aber wir müssen im Wald bleiben, um nicht entdeckt zu werden. Okay. Wie hast du es gefunden? Ich habe eine Tenak-Patrouille aus einem Nachbardorf belauscht. Danach war es ganz einfach. Mhm. Was hättest du getan, wenn wir nicht gekommen wären? Es alleine gestürmt? Okay, ich habe eine Relektruine gefunden. Achso, wir gehen nach oben. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen weiter in die Richtung. Aber anscheinend nicht. Ich muss nur eine Wache befragen. Ich wollte mir einen schnappen, wenn er alleine ist. Tja, jetzt hast du uns. Wir kommen näher. Nur noch ein Stück. Hui. Da ist es. Die Fäulnis. Das sind Regalas Rebellen. Sie führen einen Bürgerkrieg gegen den Rest der Tenakt. Sie haben das Gefängnis übernommen. Dann haben sie bestimmt alle Wachen getötet. Sie waren meine letzte Hoffnung, Nessa dort zu finden. Nicht unbedingt. Vielleicht gibt es drinnen noch Hinweise. Selbst nach all der Zeit? Aloy kann viel mehr sehen als du oder ich. Na dann los. Ein Funke Hoffnung ist besser als nichts. Suchen wir einen anderen Weg hinein. Das Fronttor sieht uneinnehmbar aus. Und die Wände kann man nicht hochklettern. Ihr zwei bleibt hier. Ich versuche anders reinzukommen und das Tor zu öffnen. Das klingt nach einer dummen Idee. Vielleicht komme ich vom Wasser hinein. Vom Wasser? Tauchen oder was? Sobald du das Tor öffnest, sind wir an deiner Seite. Sind da viele Soldaten drin? 1, 2, 3. Oh, wenn ich schon mal einen Blick so viele sehe, wahrscheinlich ja. Kann man da irgendwo hochklettern? Nein. Ich schätze mal, unterirdisch kann man irgendwie da reinkommen. Oder? Ja, vielleicht auch nicht. Aber das ist der Hammer, ne? Wenn es hier... Ich denke mal, da wird das Wasser so komisch bläulich, dass man da nicht hin kann. Weil sonst wäre das ja der Hammer. Ah! Man muss nicht tauchen, man kann hier einfach von hinten rein. Ich muss zum Haupttor und Talana und Amadis reinlassen. Damit sie dir helfen? Erledige die Rebellen. Ja, das könnte ich auch theoretisch alleine machen, oder? Aber ich lass sie mal rein. Irgendwas da draußen? Da ist eine dicke Wumme. Und da scheint der Anführer zu sein. Komm und hol mich. Halt, ergib dich. Okay, ich wurde entdeckt. Wie kann ich jetzt das Tor aufmachen, verdammt nochmal? Ah, Moment, ich war am falschen Tor. Aua! Ich will gerade nur das Tor auf... Hallo, ich will das Tor aufmachen. Wie geht das? Okay, das war ein Zufallstreffer.
Ah, da ist das Haupttor. Kann ich das jetzt einfach so aufmachen? Ja, gut, ich bin hier. Ich habe hier ein bisschen einen Pulk aufgeschreckt. Was zum Fick? Ah, das ist mein Partner. Okay. Zurück. Hoppala, falscher Bogen. Es scheint der Anführer zu sein. Ja genau, schieß ihn in den Hintern. Mach den scheiß Schild weg! So, jetzt den Kopf weg. Nein. So, erledigt. Nimm die Munition. So, jetzt kümmern wir uns den Rest da. Wir füllen mal ein bisschen auf. Da kommen sie. Da schießen welche mit Feuer. Das war ein Header. So, jetzt. Ich hol mir mal die dicke Wumme, die da lag. Wartet, sobald die Luft rein ist. Mann! Wo lag die? Da hinten. Das ist mir sowas von egal. Die macht richtig Schaden. Ja. Aber nicht, wenn ich vorher abgefüllt. Mann! Okay, Munition ist leer. Wir müssen uns um den Feuertypen kümmern. Wo ist der? Junge, Amalis, wozu bist du gut? Du machst gar nichts. Scheiße. Das war ein klarer Headshot eigentlich. So. Nein. So, ich gehe mal nach hier oben hin. Da ist der Dicke mit dem Feuer. Ah, dann bist du der Anführer. Hatte ich den Helm nicht weggeschossen? Ja, ich brenne leicht, aber das ist gerade egal. So, jetzt ist der Helm weg. Hör auf, dich zu bewegen! Mann! So. Ruhe hier. Kann ich deine Waffe nehmen? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist immer noch schweres Geschütz unterwegs. Hallo, ist hier noch jemand? Kuckuck.
Ich hab ihn gesehen. Da ist noch einer. Wo ist der? Der weiß nicht, was ihm blüht. Was gefunden? Das waren alle. Okay. Hier ist Schluss für euch, Fremde. Das Ding wird eine Maschine rufen. Hat er es gedrückt? Ich glaube, das bringt nichts. Ja, das Vieh ist unterwegs. Hahaha, Nessie ist da! Nessie war gegen Frost. Obwohl, ist das vielleicht eine andere Art? Nö, ist schwach gegen Frost. Okay. Das Positive ist, ich habe Talala und Dings als Ablenkung. Friere das Vieh ein. Wir haben gegen sowas ja schon mal gewonnen. Morlund und seine Kumpanen waren da ja nicht so eine Hilfe. Geh mit deinen scheiß Löschwasser da weg. Du bist eingefroren. Deine Bewegung sollte etwas weiter eingeschränkt sein. Ich bin hier eingesperrt. Gar nicht gut. So, sie ist eingefroren. Ich gehe mal auf den Brustkopf hier. Aua! Ist das Ding da oben eigentlich schon weg? Ja. Okay, sie ist aufgetaut. Ah, sie hat nur noch 25%. Kippt sie um? Anscheinend nicht. Ich muss hier weg! Talala! So, auf den fetten Bauch! Komm schon, Nessie, du bist gleich down. Lass uns raus. Warte, sobald die Luft rein ist. Ja, die Luft ist aber nicht rein. So, eingefroren und das müsste es jetzt sein dann. Also das Vieh, das ist echt stark, ne? Also, okay, ich glaube, es ist geschafft. Ich hatte wieder Hilfe und ja, das Vieh ist nicht zu unterschätzen. Ah, die tauchen auch nicht so oft auf, also nur in der Nähe vom Wasser. Hier. Die Tür ist zu, aber der letzte Rebell hatte einen Schlüssel. Durch Karja wurden wir nicht schon genug gedemütigt. Sie sind nicht schuld, dass ihr in eurem eigenen Kerker gesessen habt. Ich suche Informationen zu einer Karja-Soldatin. Sie könnte vor 5 Jahren hier eingesperrt gewesen sein. Sie hieß Nessa. Die Karja Nessa ist hier gewesen. Ich habe sie getötet. Nessa? Ich komme schon klar. Sichert das Gelände. Du bist es, oder? Nessa, wie... Ich bin Ritaka. Um das klarzustellen, du warst Nessa.
Du wurdest während der roten Raubzüge hierher gebracht und wurdest eine Tenakt? Die Kaja verbieten Frauen, zur Armee zu gehen. Ich habe mich immer verstellt, mich dafür geschämt, wer ich bin. Doch die Tenakt messen einen Soldaten nur an seiner Entschlossenheit. So nahm ich meinen Platz unter ihnen ein. Ness... Ritaka, ich habe 5 Jahre um dich getrauert. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du lebst? Ich hatte ein neues Leben. Ich wollte nicht zurück. Nicht einmal zu dir, Amadis. So wie Amadis über euch gesprochen hat, dachte ich, er bedeutet dir noch was. Das war vor 5 Jahren. Ich habe dich nicht im Stich gelassen. Vor der Schlacht flehte ich Gedir an, den Angriff abzublasen. Doch natürlich hörte er nicht. Schließlich brachte ich ihn um. Er hatte nichts anderes verdient. Ich rannte zum Schlachtfeld und suchte dich. Aber als ich dort eintraf, warst du schon fort. Das wusste ich nicht. Aber selbst wenn, ich trauerte und zog dann weiter. Wenn du als Gefangene hierher kamst, wie wurdest du eine Tenakt? Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Tenakt mich und die anderen Gefangenen umbringen. Eines Tages stand einer ihrer Soldaten vor meiner Zelle. Er fragte, wieso eine Frau für den verrückten Sonnenkönig kämpfe. Als er sprach, sah ich, dass er einst ein Kaja war. Verscharf. Ich hörte, dass er bei der Gesandtschaft fiel. Er verdiente einen besseren Tod. Die anderen Häftlinge verurteilte er zum Tod, doch er überzeugte die Tenakt, mich ums Leben kämpfen zu lassen. Ich gewann durch Blut und Klinge. Ich wurde Ritaka und blickte nie zurück. Du warst bereit, dich zu verkleiden, um in der Kaja-Armee dienen zu können. Vermisst du gar nicht, Kaja zu sein? Nein. Die roten Raubzüge haben mir gezeigt, dass die Kaja ohne Ehre kämpfen. Als meine Kameraden und ich hier eingesperrt wurden, wussten wir, dass uns niemand suchen würde. Das hätte ich, wenn ich's gewusst hätte. Es ist besser so. Ich merkte, unter meiner Kaja-Rüstung floss das Blut einer Tenakt. Und wie kam es, dass du als Tenakt wieder als Gefangene hier gelandet bist? Mein Trupp hatte Befehl, die Fäulnis von Regalas Rebellen zurückzuholen. Wir scheiterten. Bei so viel Hass von Regala für die Kaja überrascht es mich, dass man dich am Leben ließ. Du hast recht. Hätten sie es gewusst, wäre ich tot. Doch nur wenige Tenakt wissen noch, wer ich einst war. Was hast du jetzt vor? Ihr habt die Fäulnis zurückerobert. Und mein Trupp sorgt dafür, dass das so bleibt. Zu dritt. Das war's? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Das ist der Abschied? Es muss sein. Mein Platz wird immer hier sein. Und dein Platz ist im Osten. Tut mir leid, dass du gelitten hast. Du hast nicht verdient, was dir die letzten 5 Jahre gebracht haben. Ich sorge dafür, dass ihr das Tiefland sicher verlassen könnt. Betrachtet das als Nessas letztes Lebwohl. Jetzt weißt du zumindest die Wahrheit. Irgendwie schmerzt das mehr. Du denkst bestimmt, ich bin ein Idiot. Nein, nur dass du dir über vieles klar werden musst. Ich bring dich zurück ins Sonnenreich. Und dann... Ich weiß nicht. Talana, ich... Verstehe. Tut mir leid, dass das passiert ist. Mir auch. Gib mir und Ella einen Moment. Alles in Ordnung? Um ehrlich zu sein? Nein. Was geschieht jetzt mit euch beiden? Keine Ahnung. Er muss sich wohl über all die Gefühle klar werden. Und ich werde niemandes zweite Wahl sein. Ich möchte dir das hier geben, weil du zu mir gestanden hast. Kein Habicht kann eine bessere Drossel haben. Oder eine bessere Freundin. Also, das war's dann wohl. Du gehst zurück nach Osten. Ich denke, ich bleibe noch etwas in Fahrlicht, bevor ich nach Meridian zurückkehre. Wenn ich deinen Weg dorthin führen sollte, besuch mich. Werde ich. Gute Reise, Talana. Oh, Blitzjägerbogen hat sie mir gegeben. Sehr cool. Okay, Leute, die Folge hat schon Überlänge. Wir beenden hier mal cool.
an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.